Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Von hier aus zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund ums Nähen, Sticken und Plotten und auch, wie Sie die Funktionen Ihrer Maschinen effektiv nutzen können. Möchten Sie übrigens keins dieser Videos mehr verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Die Pfaff Creative Icon 2 verfügt über einen Projektor, mit dem Sie im Stickmodus ein Bild des Stickmotivs auf den Stoff projizieren können und über eine integrierte Kamera, mit der Sie den Stoff, den Sie eingespannt haben, auch direkt am Bildschirm sehen können und so Ihr Motiv passend dazu vorab positionieren können. Wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich Ihnen direkt an der Maschine. Ich wähle an der Maschine ein Stickmotiv aus, um es dann beliebig zu positionieren. Wenn das Stickmotiv ausgewählt ist, wird der Projektor gestartet. Das geht entweder über die Taste hier am Maschinenkopf, über der Start-Stopp-Taste oder hier außen in der Leiste über dem Projektorsymbol. Tippen Sie auf 1, um den Projektor zu starten. Und Sie können dann hier noch die Helligkeit und die Hintergrundfarbe einstellen, falls das Motiv auf dem Stoff nicht gut erkennbar ist. Sie können verschiedene Einstellungen testen, wie Sie das Motiv am besten erkennen können. Es wird jetzt hier ein ganz bestimmter Bereich auf den Stoff projiziert. Sie können die Position des Projektors verändern, je nachdem, wie Sie Ihr Motiv positionieren möchten. Möchten Sie sich zum Beispiel hier oben an der pinken Spitze orientieren, verschieben Sie die Projektion nach oben. Jetzt wäre die pinke Spitze in der Projektion zu erkennen. Und wir können uns damit an den Streifen auf dem Stoff ausrichten. Wir positionieren jetzt die pinkfarbene Spitze auf unserem blauen Streifen. Für kleine Bewegungen eignet sich dabei gut die Cursor-Taste am Display. Lande die pinke Spitze dann wieder außerhalb der Projektion, können Sie diese über dieses kleine Feld wieder entsprechend verschieben. So ist es quasi möglich, jeden beliebigen Bereich im Rahmen zu projizieren und zum Vorab-Positionieren zu verwenden. Neben der Projektion des Stickmotivs auf den Stoff gibt es ja noch eine weitere Möglichkeit der Creative Icon 2, und zwar hat sie eine integrierte Kamera. Das wäre zum Beispiel sehr hilfreich, wenn Sie unter diesem Motiv innerhalb eines Streifens noch einen Schriftzug hinzufügen möchten. Wir laden daher einen Schriftzug und fügen ihn unter der Blume ein, um zu überprüfen, ob dieser Schriftzug wirklich schön im Streifen landen würde, kann man den Projektor nutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit dafür, den Stoff über die Kamera einzuscannen. Dafür öffnen sich hier unten die Rahmenoptionen. Unser Display ist übrigens mit einer Folie abgeklebt, damit Sie im Video auch alles gut erkennen können. Achten Sie darauf, dass der richtige Stickrahmen ausgewählt ist und drücken Sie dann auf Stickrahmen Scan starten. Die Maschine macht Sie dann darauf aufmerksam, dass es am besten ist, den Stickfuß abzunehmen. Zusätzlich sollten Sie auch den Faden entfernen und falls Sie den Projektor vorher eingeschaltet haben, deaktivieren Sie diesen. Der Projektor hat genauso wie die Beleuchtung rund um die Maschine Einfluss auf das Scan-Ergebnis. Bestätigen Sie dann mit OK und dann beginnt die Maschine den Rahmen zu scannen. Thank you.
der Scan-Vorgang abgeschlossen, drücken Sie hier unter Hintergrund und wählen Sie eingescannter Stickrahmen. Schließen Sie dann die Rahmenoptionen und hier sehen Sie die Projektion Ihres eingescannten Stoffes im Hintergrund und können dann den Schriftzug passend zum Beispiel zu den weißen Blockstreifen anordnen. Für ganz exaktes Positionieren wählen Sie dann, wenn Sie in den Stickmodus gewechselt haben, noch das Precise Positioning und können dann beliebige Punkte in dem Schriftzug auf Ihrem Stoff überprüfen. So erleichtert Ihnen die Pfaff Kreativ Icon 2 die Auswahl des passenden Stickmotivs und auch das Vorab-Positionieren. Sie können die Kamerafunktion übrigens bei allen normalen Stickrahmen verwenden und auch bei den Magnetrahmen. Zudem müssen Sie den Stoff nicht einspannen, so wie es bei der Positionierung mit der App eigentlich nötig ist. Sie sind also freier in den Vorbereitungen zum Sticken. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Sticken mit der Pfaff Kreativ Icon 2 und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.